Und wo kommt das zweite Schiff her? Und als du dann auf LeChucks Schiff warst, hast du den Spieß umgedreht. Du hast dein Schwert gezückt und gesagt, ich bin jetzt euer Kapitän. Bringt mich nach Monkey Island oder ihr werdet alle über die Planke gehen. Mehr oder weniger. Ich heiße Gullet, aber du sollst mich nicht so nennen. Für dich bin ich der erste Schrubber und ich will die Großbuchstaben hören, wenn du es sagst. Großbuchstaben, kapiert. Das ist der Laderaum. Du wirst hier unten viel Zeit verbringen. Ich dachte, wir hätten eine Gewerkschaft oder so. Wie viel Zeit ist viel Zeit? Alles! Du arbeitest hier, du schläfst hier, du nimmst deine Mahlzeiten hier ein. Vergiss die Welt, die du bisher kanntest. Dieser Raum ist deine Welt. Der Rumpf ist dein Boden. Das Deck ist dein Himmel. Und ich bin die Gottheit deiner Wahl. Nein, ich höre nicht. Eine grausame und rachsüchtige Gottheit. Ich habe nur eine einfache Regel. Du darfst diesen Laderaum unter keinen Umständen verlassen. Noch Fragen? Oh, warte, Sekunde. Sekunde, ich habe nämlich nichts gehört. Ich hole kurz das andere Headset. Bin gleich wieder da. So. Oh, zum Glück habe ich noch ein zweites Headset. Wäre sonst jetzt echt blöd. Ist es trotzdem, weil ich nicht besonders gut höre mit dem. Also das, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass wir jetzt hier arbeiten, hier essen und hier schlafen. Kann ich den Laderaum verlassen? Nein! Was, wenn doch? Was passiert, wenn ich den Laderaum verlasse? Ich sagte, du darfst ihn unter keinen Umständen verlassen. Ich weiß, nur rein hypothetisch. Was wäre, wenn ich es täte? Die schlimmste Strafe, die du dir vorstellen kannst. Die da wäre? Ich werfe dich wieder hier runter. Nichts ist schlimmer als das hier. Weiß ich nicht. Und wo schlafe ich jetzt? Wo ist meine Koje? Du könntest in einer der Kisten gut aufgehoben sein. Ansonsten solltest du dir die Augen zuhalten, denn die Hühner picken gern. Aber es ist wahrscheinlich am sichersten, wenn du einfach gar nicht schläfst. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Auge. Ja, ist dem so. Essen. Was gibt's zum Abendessen? Oh, wir hätten also gern ein kleines Abendessen, ja? Ich hätte auch gern großes Abendessen. Ich bin da nicht wählerisch. Majestät, ein bisschen Entenbraten unter Glas arrangieren. Aber im Ernst, lerne Ratten zu fangen. Du kannst sie in deinem Mobeimer ertränken. Sie machen ihre eigene Soße. Berechtigte Frage. Ich meine, ich wüsste was. Was ist, wenn ich, du weißt schon. Benutz das Bullauge. Mach aber nichts auf den Sims draußen. Ich hasse unansehnliche Simse. Okay, und was putze ich jetzt? Ich meine, es sieht eigentlich recht sauber aus. Was genau soll ich tun? Neue Rekruten. Ihr seid alle dümmer als die Hühner. Ist das die ganze Antwort? Du sollst wischen. Ich will, dass der Laderaum glänzt, als ob er sauber wäre. Das bisschen? Und jetzt ab an die Arbeit. Vor allem, er hat doch gerade dreckig gemacht. Warum soll ich jetzt... A pirate's life for me. Das hebe ich auf keinen Fall mit meinen Händen auf. Warum denn nicht? Ich glaube, es ist Hühnerfett. Hoffentlich regen sich meine Mitbewohner nicht auf. Ich fasse es also nicht mit den Händen an. Kann ich das mit dem... Nee, kann ich nicht. Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Du Hund. Wir sollen es wirklich mitnehmen. Mal schauen, was da drin ist. Noch mehr Hühner? Vielleicht.
Murray? Oh, ich hab ihn vermisst. Ich hab ihn so vermisst. Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Aber du bist mir gegenüber im Nachteil, verwelkter Zombie-Mann. Kennen wir uns? Ja. Also, oh, Mist, der erkennt mich ja gar nicht. Hoppla, hoppla, ist genau das richtige Wort. Du solltest keine Kisten öffnen, ohne vorher anzuklopfen. Ein Fluch von schmerzhaften Furunkeln auf deinem linken Fuß, weil du mich entlarvt hast. Ich bin hier undercover und sammle wertvolle Informationen für die äußerst hinterhältige Captain Madison. Madison? Okay. Sehr interessant. Okay. Oh, das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Tu mir einen Gefallen. Spiel und halt es für dich, verwelkter Zombie-Mann. Kein Problem. Ob ich... Ich meine, ich bin schon an Bord. Was soll passieren? Ich speichere mal eben. Mach mal einen neuen. Im Endeffekt, was soll passieren? Ich lasse sie besser auf, solange ich auf dem Schiff bin. Mist. Ich hätte mich jetzt vor Murray eigentlich... Ne? Es ist eine inspirierende Broschüre, die ich mit mir herumtragen und lesen soll. Na gut, dann machen wir das vielleicht. Okay, Broschüre für neue Mannschaftsmitglieder. Copyright LeChuck, alle Rechte vorbehalten. Lass dich inspirieren, folge LeChucks Führung. Vertrauen verletzen, Wutanfälle bekommen, Betrug begehen, Gastfreundschaft ausnutzen, falsches Zeugnis ablegen, die Geliebten zerstören, das Schöne zerstören, Körperverletzungen androhen, Körperverletzungen begehen, die ermorden, die sich dir in den Weg stellen. Kurzfassung aus dem Buch Piraterie nach Art des LeChuck. An die Arbeit, lass dich nicht feuern. Le Ship ist so verzaubert, dass es sich von niemandem außer der Mannschaft entern lässt. Einschließlich dir. Also mach dir keine Sorgen, es sei denn, du wirst gefeuert. Dann mach dir Sorgen. Okay? Gibt's da noch eine Rückseite? Nee? Schade. Wir sind also die Einzigen, die das hier meutern können. Ich kann nicht viel durch dieses Ding sehen. Dann mach's auf. Können wir das... Ja. Es ist wirklich verschraubt? Ja. Kriegen wir hin. Junge, die sind ja richtig eingekeilt. Schmierfett, um die Schrauben zu lösen. Gegebenenfalls wäre das... Wäre das eine Idee? Ich könnte den Mob nehmen. Den Mob so ein bisschen einfetten. Hey, du hast deine Stelle übersehen. Komm, ja, schon. Kein Problem, mache ich gleich. Ich gebe nur einen kleinen Klecks drauf. Ich will mir die Aussicht nicht verderben. So, das heißt, das Ding ist ja jetzt eigentlich geschmiert. Ich kann nicht viel durch dieses Ding sehen. Muss ich das jetzt? Ich mach das gleich mit allen Schrauben. Du hast eine Stelle übersehen. Danke. Ist das dein Slogan? Wär mir fast nicht aufgefallen. Dieser kleine Pisser. Igitte. Ich wollte bloß, dass die Knochen nicht so klappern. Ich mein's ja bloß gut. So, wenn wir jetzt die Schrauben alle draußen haben, können wir raus und rein, theoretisch vielleicht außen. Ich wollte das Bullauge mitnehmen. Peitschender Regen und tosende Wellen. Aber ich komme da trotzdem raus, oder? Es ist wirklich eng. Ich kann mich nicht ganz durchquetschen. Ich glaube, es ist Hühnerfett. Hoffentlich regen sich meine Mitbewohner nicht auf. Muss ich mich jetzt selber einfetten? Oder jetzt den Rahmen einfetten? Im Ernst, besorgt ihr einen neuen Dialog. Erstens das und zweitens, wo hat er das ganze Hühnerfett her? Besser. So, ein bisschen flutschi. Das Schmierfett hilft ein wenig. Das ist jetzt ein leicht schmieriges Bullauge. Ja. Das Schmierfett hilft ein wenig. Ein wenig, also noch nicht genug. Brauche ich einfach mehr Schmierfett? Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Na, verrückt.
Ich mach das noch ein paar Mal. Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Sicher, sicher, ne? Wir wollen ja auch wirklich sicher da durchkommen. Du hast eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Hat der auch noch einen anderen Text? Okay, ich glaube, mehr passiert hier nicht. Schade, ich hätte das ganze Ding gern komplett zugemacht. Das ist ein ekelhaft schmieriger. Es funktioniert. Das sieht aus wie eine Geburt, nur rückwärts. Einmal kurz reingucken. Das ist der Laderaum des Schiffes. Trautesheim, Glück allein? Ich kann nichts sehen. Es geht nicht auf. Schade. Ah, ich kann ja nur noch 8 Minuten. Blöd. Die Größe des Ruders bestimmen. Das ist ein großes Ruder. Müsste das nicht eigentlich viel mehr blubbern? Das ist ein großes Ruder. Sonst ist hier nicht wirklich was. Ich würde gerne mal diese 8 Minuten da unten durchhalten. Aber es wird halt, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ah. Vielleicht machen wir es mal nicht. Einfach ein toter Fisch. Da können wir mal reingucken. Ich kann nichts sehen. Sieht aus, als wäre er eher zum Angeln als zum Anhalten geeignet. Bei dem Schiff? Ja. Bla bla bla. Bla. Bla bla bla. Bla. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tinten. Bla di bla bla. Bla 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 bla. Ich will halt jetzt nicht. Ich will heute nicht entdeckt werden. Bla bla bla. Schaut euch das an, meine Lieben. Die einzige Karte, die den genauen Standort des Geheimnisses von Monkey Island zeigt. Juhu. Die Karte wird in meiner Kabine aufbewahrt. Okay. Niemand darf sie berühren oder in irgendeiner Weise durcheinander bringen. Okay. Bevor wir der Karte folgen können, müssen wir uns natürlich auf den Weg nach Monkey Island machen. Wie ist der Stand beim Zaubertrank? Warte, es gibt einen Zaubertrank? Ja, aber Obelix ist reingefallen. Erinnerst du dich nicht mehr an meine andere Geschichte? Um nach Monkey Island zu gelangen, muss man einen besonderen Trank brauen. Stimmt, wir waren wirklich schon mal da und das ohne Zaubertrank. Aber du und Chuck, ihr wart beide schon einmal dort. Warum konntet ihr nicht einfach dorthin segeln? So funktioniert das nicht. Man muss den Trank jedes Mal neu herstellen. Haben wir damals einen Trank gebraucht? Ich weiß es nicht mehr. Wie funktioniert der Zaubertrank? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Fantasie? Es ist Magie. Er hilft nur, Monkey Island zu finden. Was ist drin? Mal sehen. Da ist Tintenfischtinte und Affenblut drin. Mhm. Und ein gepresster Schädel. Daran kann ich mich gut erinnern. Okay. Außerdem Zimt, Minze und Schwefel. Und einige Farb- und Konservierungsstoffe. Oh, und ein lebendes Huhn. Aber hör zu, du solltest dir darüber noch keine Gedanken machen. Warte, bis du 12 bist oder so. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Der Trank ist fast fertig, Captain. Jetzt fehlt nur noch ein plattgedrückter Schädel und wir sind bereit, ihn zu kochen. Hervorragend! Du da! Da hinten! Der Neue! Ja. Ich? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Muss super sein, glaube ich nicht. Hör ich oft. Wir haben uns vor etwa einer Stunde kennen, okay? Das höre ich oft. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Ja. Ich nehme an, dass alle gleich aussehen, wenn man die Haut abzieht. Ziemlich, nun, ja. Geh und hol uns einen Schädel. Einen Platten. Noch Fragen? Warum brauchen wir einen Schädel? Um den Voodoo-Trank fertigzustellen, okay. Das haben wir doch gerade besprochen. Ich hab nicht zugehört. Und warum muss er platt sein? Warum muss es ein platter Schädel sein? Weil es im Rezept so steht. Schreib's um. Wo soll ich nach einem Schädel suchen? Das ist dein Problem. Das ist doch nicht mein Schiff. Kann ich mich hocharbeiten? Klar,
direkt in die Takelage, wo du die nächsten Jahre an deinen Knöcheln hängen wirst. Kapiert? Schon gut. Ja, man gewöhnt sich daran. Ach so, ja, okay. Okay, ich kümmere mich darum. Ein Schädel. Platt. Dann beeil dich damit! Sitzung vertagt. Wo soll ich denn hier an Bord auf einen, irgendwie an einen platten Schädel kommen? Wir machen den Zaubertrank fertig und dann werde ich versuchen, die Karte in die Finger zu bekommen. Ja, das werden wir tun. Sollst du nicht oben im Krähennest sein? Solltest du nicht oben im Krähennest sein und Ausschau halten? Die beste Show ist hier unten. Ich will sehen, ob du die Sache mit dem Schädel vermasselst. Ich werde das ziemlich sicher vermasseln. Kann ich im Krähennest nach einem Schädel suchen? Es gibt nichts, was du da oben brauchst. Okay, schade. Irgendwelche Ideen, wo man einen Schädel finden kann? Ich bin eigentlich mehr ein Beobachter als ein Helfer. Wie ist es für LeChuck zu arbeiten? Ich kann nicht klagen. Wirklich? Das steht im Mitarbeiterhandbuch. Nicht klagen. Du wirst länger leben, wenn du dir das merkst, Neuling. Ja, aber schau mich an. Ich bin untot. Haben wir eine Gewerkschaft? Du sicher nicht, Schrubbi. Ich muss los. Ich habe einen Job zu erledigen. Mein Beileid. Ja, danke. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Konservierungs- und Farbstoffen. Da oben gibt es nichts, was Mann, du aber ich brauchst, will da hoch. Neuling. Ich will die Aussicht genießen. Das Krähennest ist dort oben. Ja. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Konservierungs- und Farbstoffen. Sollte ich einfach mal die... Bereit zum Abfeuern. Und ich habe keinen Ärger dafür bekommen. Ich bin erstaunt. So, da oben, LeChuck macht das also selber. Oh, wir haben eine Schiffskatze. Der allererste Punkt der Sicherheitsvorkehrungen auf dem Schiff ist, Kratzbürste niemals zu streicheln. Aber ich will sie streicheln. Das ist eine Karte. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Gemütlich. Das mache ich lieber nicht. Ich frage ihn lieber nicht nochmal. Ich könnte mir vorstellen, dass er das nicht so gut findet. Ich glaube, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Ich glaube, es ist nur eine Skulptur. Da steht Ah. Hoffe, warum machst du nicht Ah? Einen schönen Schädel hast du da, Apple Bob. Bevor du auf dumme Gedanken kommst, ich bin ein Geist. Mein Schädel funktioniert nicht. Und Putra hat schon gefragt. Warum steckst du nicht deinen eigenen Kopf in den Topf und schaust, was passiert? Keine Sorge, ich habe mich nur unterhalten. Und er hat auch ich so einen Köder. Ich werde woanders einen Schädel finden. Ne? Tut mir leid, wenn ich dich beleidigt habe. Ist schon okay. Ja, wollte ich. Ich weiß, dass du unter Druck Sorry. Stehst. Ja, enormer Druck. Wie läuft es mit dem Zaubertrank? Du hast den Captain gehört. Er ist fast fertig. Geh und finde einen platten Schädel, wie er es dir aufgetragen hat. Wenn du das nicht kannst, nimm einen normalen Schädel und mach ihn platt. Ob wir Murray da reinstopfen sollten? Oha, die hab ich nicht mehr gesehen. Oh, was haben wir jetzt? Quizkarte. Weiß doch ich nicht. Ich war bei diesem Vorstellungsgespräch nicht dabei. Weiß ich nicht. Woher auch? Ich durfte an diesem Vorstellungsgespräch nicht teilnehmen. Ob das klappt? Das klappt. Ich habe das Gefühl, dass ich das... Weiß ich nicht. Habe ich das schon mal gesehen? Moment mal. Der sieht genauso aus wie Elaines Brautschleier. Ach so, ich dachte die Figur als solches. Schön, eine Dia-Show von gruseligen Zombie-Typen. Generell können wir Wärme spüren. Gemütlich.
spüren, so ich weiß, Halbtunnel noch werden soll, aber das geht zu weit. Okay. Hier nochmal Wärme spüren. Das hilft zwar nicht viel gegen die Kälte hier drin, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Und sonst ist hier nämlich auch nichts. Nö. Erinnerung an die gesamte Mannschaft. Löscht Dämonenfeuer mit dem richtigen Löschmittel. Andere Methoden werden nicht funktionieren. Ich werde es versuchen, mir zu merken zumindest. Wird Hört vermutlich auf, nicht klappen, Molly zu überfüttern, ihr faulen Säcke. Sie hat Verdauungsprobleme und ich habe es satt zu putzen. Wer ist Molly? Arbeitsbereich der Was ist der? Arbeitsbereich der Quartiermeisterin? Diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei. Was? Eine Mangel? Oh. Ja, ich habe sie kaum berührt. Ups. Sie ist einfach auseinandergefallen. Ich bin kaum in die Nähe gekommen. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen? Ja, ich dachte, ich kriege jetzt hier Einzelteile und könnte die, keine Ahnung, mitnehmen oder so. Hier unten ist mein Arbeitsplatz. Aha! Du bist rausgekommen! Ja, aber ich habe ja auch einen Auftrag bekommen. Melvin Madison. Wie kommt es, dass du für Captain Madison arbeitest? Ich dachte, du wärst dein eigener Mann. Schädel. Ich schulde ihr einen Gefallen. Okay. Das geht dich nichts an. Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Wer weiß. Oh lol, die hat halt wirklich ein Ei. Ich halte Abstand. Mütter sind bösartiger, wenn sie ihre Jungen verteidigen. Ich glaube nicht. Warum nicht? Braves Huhn. Beiß mir nicht die Finger ab, okay? Krieg ich jetzt ein Geisterei? Ich glaube, das funktioniert nur bei Papageien. Na, ein Versuch war's wert. Ich fütter einfach mal alle Hühner, ne? Die haben mit Sicherheit Hunger. Hat sich ein bisschen angehört wie Kenny. Obwohl irgendwann ein dritter Teil von South Park kommt, wäre schon cool. Ich will das Ei haben. Ich nehme noch mal was mit. Dann nehme ich Murray. Hey Murray, warum kommst du nicht mit mir? Ich kann dir das Schiff zeigen. Nein. Doch. Hey. Ich brauche einen Schädel, sorry. Achso, ich muss ja da raus. Ich kann nichts dafür, ich brauche einen Schädel. Und naja, Murray, du bist halt gerade da.